Genomitrix. Wir haben unsere offene Masochistin. Ich habe immer genug Dive Points. Naja, 58.000 kommen. Das ist Nasebit? Es ist wirklich verwildert. Oh, ein verlassenes Königreich. Was einst elegant war, hm? Das wird eine herausragende Tour. Nee, Nico. Du wirst mir wirklich überall hin folgen, wenn ich gehe, nicht wahr? Leuchtturm! Leuchtturm? Leuchtturm? Die sagt echt Leuchtturm. Ich glaube, sie meint aber Leuchtturmwärterin. Das klingt, als würdet ihr mich nicht bei euch haben wollen. Nein, das ist es nicht. Es ist nur, wir dachten, es wäre vielleicht ein bisschen zu viel Arbeit für dich, also... Zu viel Arbeit? Unter keinen Umständen. Denk nur mal darüber nach. Ich habe deine Welt, Ich habe deine Welt bisher exklusiv für dich lebhafter gemacht. Ich bin es leid, immer auf dieselbe Szenerie zu sehen und das jeden Tag. Und zähle daher lieber die Sandalen in diesem Wüstenland. Und das war, als mich die Überraschung traf wie ein Blitz. Es ist wie eine Luxustour in anderen Welten gratis herumzureißen. Welcher Idiot würde denn so ein Angebot ablehnen? Es ist ja nicht so, dass wir als wären wir auf einer Reise oder so. Vielleicht bist du das nicht, aber jede Person hat ja ein anderes Ziel, nicht wahr? Also, und deswegen würde ich mich gerne zurücklehnen und diese Reise mit seiner Szenerie genießen. Nun, ich denke, wir untersuchen das hier besser nicht. Würdest du nicht zustimmen? Adios! Oh nee, Nico, sie ist hoffnungslos. Ich frage mich, was für Vorfälle uns hier treffen. Ja, ich denke, das wird eine weitere Achterbahnfahrt. Aber wenn ich bei dir bin, glaube ich nicht, dass ich mir viele Sorgen machen muss, nicht wahr? Nein. Was könnte das hier sein? Hier steht nur einer und das inmitten eines Wüstenlandes? 100 Karats pro Versuch. Oh, das ist ein kleines Spielzeug für Kinder. Das ist die Art, die man vor einem Einkaufszentrum sieht. Diese Art von Ding. Nein, das ist ein elektrischer Stuhl. Ich meine, klar, es sieht aus wie einer, aber das ist nur ein Scherz, auch wenn er ein bisschen düster ist. Ich denke, das ist wirklich ein elektrischer Stuhl. Hey, willkommen! Es sind nur 100 Karats pro Fahrt. Jetzt! Wow, du hast mich überrascht, du bist... Der Name ist Hiyaha. Ich bin nur ein einfacher, unglaublicher Typ, der den Kindern Träume anbietet. Träume? Aber ein elektrischer Stuhl würde sie umbringen. Hallo, ich habe mein ganzes Geld gespart. Könntet ihr mich auf dem elektrischen Stuhl fahren lassen? Ah, willkommen, willkommen. Du hast 100 Karat mitgebracht? Natürlich. Ich habe 24/7 für die letzten Jahre nur für diesen einen Tag gearbeitet. Was für ein guter kleiner Junge du doch bist. Nun dann, spring auf. Okay.
Hey, warte einen Augenblick. Wenn du dich darauf setzt, wirst du sterben. Wovon redest du, alte Dame? Das weiß ich doch. Deswegen bin ich ja hier. Hä? Was geht denn hier vor sich? Ich mag es nicht mehr, in dieser Welt zu leben. Deswegen habe ich hart gearbeitet, um mein Geld zu sparen, damit ich sterben kann. Also, er hätte auch einfach nur Geld für ein Messer sparen müssen oder so. Aber wir reden nicht über sowas. Ich sollte eine Triggerwarnung setzen. Warte jetzt einfach. Ich verstehe nicht, was du da sagst. Nun, Missy. Ich danke dir. Ich würde dir danken, wenn du nicht versuchst, mir in die Quere meiner Geschäfte zu kommen. Bist du denn immer noch neu hier? Du solltest doch wissen, dass es keine Hoffnung auf Leben in dieser Welt gibt. Also, verstehst du es jetzt? Ich verkaufe den Menschen Träume. Ich verstehe es nicht. Warum sollten Menschen Geld sparen, um einfach nur zu sterben? Was geht hier vor sich? Wow, es ist so kühl in diesem Gebäude. Ich frage mich, was das hier ist. Ein Labor? Hey, du kannst nicht einfach so hier reingehen. Es gibt eine Menge geheimer Labore, weißt du? Es tut mir leid, du bist Plank. Für dich Professor Plank. Also, was willst du? Oh, es ist nichts wirklich. Wenn du für nichts hier bist, warum störst du mich dann überhaupt, indem du herkommst? Es tut mir leid. Oh, wir wurden rausgeworfen. Diese Hitze ist überwältigend. Es gibt absolut kein Anzeichen von Regen. Regen! Bitte Regen! Ich höre die Stimme von jemandem. Regen! Warum lehnst du es ab, niederzufallen? Ich schwöre dir, ich werde es das Ganze wert machen und dir eine Sonderbehandlung geben. Ich verstehe. Wie wäre es, wenn ich deinen Bonus dann verdopple, ha? Huh? Nee? Huh? Ion, was machst du denn hier? Das könnte ich dich auch fragen, nee. Was machst du hier? Ah? Was stimmt denn mit dir nicht? Ich bin eine spirituelle Schamanin. Ich bete dafür, dass es regnet. Ist doch offensichtlich. Ein Bonus für den Regen? Oh, kümmere dich nicht um die Details. Nun, da wir so weit gekommen sind, gibt es kein Zurück mehr. Hat es denn wirklich schon lange nicht mehr geregnet? Es hat nicht mehr geregnet, seit diese Welt erschaffen wurde. Was? Dann, wie können die Leute überhaupt hier leben? Vor langer Zeit, war hier eine Pipeline für die Community. Wenn man den Regler auftrete, dann regnete es. Aber das tut es nicht mehr. Und das alles nur wegen dieser dummen Rakete. Oh, die Rakete da oben? Das stimmt. Ganz plötzlich krachte dieses Ding runter und hat das Wasserhaus, also das Duschhaus blockiert. Dank dem kann man absolut nicht mehr den Regler betätigen. Und da sind wir. Also, statt irgendetwas gegen die Rakete zu machen, dachte ich, wäre es doch einfacher, um natürlichen Regen zu bitten. Und du kannst nicht einfach etwas tun, indem du einfach nur den Drehverschluss austauschst? Wenn es so einfach wäre, dann hätte ich das doch bereits getan. Aber dieses Land hat nicht diese Technologie, um ein Schraubding zu machen. Ich verstehe. Dann musst du diese Rakete freundlichst woanders hinbewegen. Kann ich auch nicht.
In dieser Rakete befindet sich diese gruselige Raumkaiserin. Ach so, Schlauch, okay. Ja. Ich dachte, das sei der Regler. Ja gut, dann ist es der Schlauch. Dann ist es der Schlauch, den wir nicht ersetzen können. Sie wird einfach nicht wegweichen. Ich erinnere mich auch dunkel an diese Szene. Ich verstehe. Das sorgt dafür, dass du alle Hoffnung fahren lässt, ha? Huh? Gibt es etwas, was wir tun können? Warum reden wir nicht mit Professor Blanc? Ah, das könnte eine großartige Idee sein. Nee, wir sollten mit Professor Blanc reden. Was? Sicher, sie könnte fähig dazu sein, aber sie hört nie auf das, was wir ihr zu sagen haben. Ich verstehe. Die Rakete blockiert die Passage, die Passage des Schlauches in der Nähe dort oben. Jedenfalls, wir müssen mit den Leuten darüber reden. Ach, jetzt sehe ich erst, dass da hier dieser Wasserhahn ist und... Ah, okay. Die Wand der Verzweiflung. Diese Wand sieht aus, als würde sie sehr schmerzen. Es ist, als würde sie die Welt von allen Seiten aus zusammenpressen. Versucht sie denn, ihre eigene Welt zu zerstören? Nee, ist ein Hardcore-Masochist. Aber wenn diese Welt, wenn diese Wand diese Welt zerquetscht, ja, dann ist das wohl der Fall. Vielleicht macht sie sich auch Sorgen über den ganzen Druck oder davon, dass sie ein Jill-Sandwich wird. Ja, genau, ein Jill-Sandwich. Hilfe! Bitte hilf mir! Ich kann eine Stimme hören. Hm? Wirklich? Ich kann nichts hören. Bist du sicher, dass du dir das nicht einbildest? Ja. Wir machen das jetzt nochmal. Was ist los, Ion? Na, was ist denn los? Ist hier etwas? Es scheint nicht, als wenn es etwas Wertvolles hier gäbe. Also versuchen wir es woanders. Ich krieg echt keinen. Aber ich muss doch. Ich will doch. Ach, ich brauche sicherlich irgendeine Szene zuvor. Ja, okay. Ich kann eine Stimme hören. Oh, tote Menschen. Wow. Es ist, wie sie es sagte. Alle leben hier in Verzweiflung. Bitte verschone mein Leben. Oh nein, wir helfen ihnen besser. Hä? Wie schwach. Ich nehme an, ich könnte dein Leben verschonen. Aber ich nehme mir das hier. Bis dann. Oh, nein, bitte. Ah, mit diesem seltenen Stück ist das... Ich habe eigentlich nach einem von denen hier gesucht, weißt du? Nun dann. Wen sollen wir als nächstes abziehen? Ich habe nichts Wertvolles dabei, weißt du? Ich verstehe, ist das so? Nun dann, könnte ich dich ja etwas Schmerz fühlen lassen. Genug Schmerz, damit du dein Leben beenden willst. Hiaha! Oh, die alte Schachtel von letzten Mal. Was willst du? Ich kann es nicht glauben. Warum tust du so etwas den Leuten dieser Stadt an? Hör zu, alte Schachtel. Diese Welt ist einfach nur das Beste.
Die Starken haben die Aufgabe, die Schwachen zu eliminieren. Du meinst wohl das Überleben des Stärkeren. Aber dennoch, ich denke, das ist falsch. Richtig oder falsch, ohne das hier können Leute nicht überleben. Wenn du auf jemanden sauer sein willst, dann gib der Rakete die Schuld. Ich hasse diese Kaiserin auch. Ich würde sie gerne verprügeln, aber erwarteterweise ist sie irgendeine Art Monster. Ein Monster? Das stimmt. Ich denke, es wurde Tentacles of Shavuar genannt oder so etwas in der Art. Eindeutig eine Falle. Japaner und ihre Tentakel. Oh, okay. Also wirst du der Kaiserin mal einen Geschmack von diesem Leid geben? Das Gesetz des Landes ist gewinnen. Das stimmt, alte Schachtel. Vielleicht sollte ich mich mal mit dir anlegen. Und ich kann alles haben, wenn ich gewinne? Was zum Teufel willst du? Kleiner Roboter. Du bist stark. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Bitte, du kannst all das hier haben. Hey. Auf Wiedersehen. Wow, er rennt wirklich schnell. Aber was sollen wir mit all denen hier tun? Wir machen trotzdem noch dieses Puzzle. Entschuldigung, Professor Planck, sind Sie hier? Oh, du bist es wieder. Es tut mir leid, aber ich bin gerade nicht in großartiger Stimmung. Wenn du etwas fragen willst, dann lehne ich ab. Okay, ist etwas passiert? Ich habe versagt, einen von diesen limitierten Nyuruki-Löffeln zu bekommen. Der größte Fehler meines Lebens. Ich bin besonders nicht daran interessiert, jetzt mit Menschen zu reden. Also bitte, ich muss dich darum bitten zu gehen. Okay, es tut mir wirklich sehr leid. Ah. Deswegen war das dann jetzt ja auch dann. Wir sind also ein bisschen zu früh in einen Ort gegangen. Entschuldigung, Professor Planck, sind Sie hier? Oh, ihr schon wieder. Ich bin gerade wirklich in schlechter Stimmung, weil ich es vermasselt habe, einen limitierten Löffel. Redet ihr von denen hier? Oh mein Gott, das ist er! Ja, wie seid ihr da rangekommen? Wir haben einen bösen Typen besiegt? Ist egal. Danke vielmals. Nun kann ich weiterleben. Ich fühle mich so aufgeladen. Also, da gibt es etwas, das ihr mich fragen wolltet? Ihr könnt mich alles fragen. Ich kümmere mich darum. Oberste Priorität. Danke vielmals. Die Wahrheit ist, es geht um den Regen in der Welt. Ich verstehe. Aber ich hatte keine Ahnung, dass Ney sich so sehr anstrengt. Eigentlich bin ich sogar ein bisschen überrascht. Alle hier hassen diese Weltraumrakete. Wenn ich die Chance hätte, sie zu schlagen, dann bin ich mir ziemlich sicher, würde ich das machen. Jedenfalls, so ist es halt hier. Also habt ihr meine vollständige Unterstützung. Vielen Dank. Die Rakete funktioniert mit elektrischer Energie. Also, wenn wir sie überladen können, dann mit Energie überladen können, dann wird sie einen Kurzschluss haben. Dann werden sich die Sicherheitstüren, dann werden sicherlich die Sicherheitstüren überschrieben.
ihr könnt eintreten. Also, was können wir hier benutzen, um als Quelle für elektrische Energie? Benutzen wir doch hier Haas elektrischen Stuhl. Hä? Huh? Aber glaubst du, sie lassen ihn uns benutzen? Einfach so? Es wird schwierig, wenn ihr sie ganz normal fragt. Aber wenn Nate fragt, könnte es anders aussehen. Er mag sie, wisst ihr? Das wusste ich nicht, aber ich nehme an, das macht die Dinge einfach. Natürlich, das ist das nur eine Mutmaßung auf meiner Seite. Ha? Egal. Wenn wir einfach nur diesen elektrischen Stuhl in die Hände bekommen, denke ich, können wir etwas machen. Wir brauchen ein Verlängerungskabel. Extension ist ja Verlängerung. Wir brauchen ein Verlängerungskabel von dem Stuhl zur Wand. Dann können wir einige Volt an Macht an die Rakete schicken. Also einige Volt an Energie. Hier ist das Verlängerungskabel, das ich gemacht habe. Und nun arbeite mit Ney, um Hiaha zu überzeugen, mit euch zu kooperieren. 50 Kilometer Verlängerungskabel. Danke, Professor Plank. Ich bete für euren Erfolg, aber seid vorsichtig. Die Raumkaiserin, also die Weltallkaiserin, ist ein schreckliches Monster. Es nennt sich Tentacles of Shaval. Ich habe gehört, es ist wirklich süß, aber sehr bösartig. Okay, wir werden vorsichtig sein. Nun dann, ich nehme an, wir finden besser Nähe und versuchen sie zu überzeugen. Und versuchen hier hart zu überzeugen. Ich jetzt hier alles? Gerne. Also, du möchtest, dass ich Yaha überzeuge? Ich bin froh, dass ihr zu mir gekommen seid und nach Hilfe sucht, aber warum sind es nur die seltsamen Jobs, die für mich bestimmt sind? Du solltest es einfach sagen. Wir haben endlich einen verlässlichen Weg gefunden, es wieder regnen zu lassen. Aber nee. Ich wusste nicht, dass du Hiaha kennst. Er verhält sich jetzt so. Aber er war nicht immer so, weißt du? Hä? Wirklich? Ja. Damals, als die Dusche noch verfügbar war. Seit es aufhörte, jedoch zu regnen, begann er sich anders zu verhalten. Und nun siehst du ja, was aus ihm geworden ist. Hey. Du glaubst ernsthaft, das wird ausreichen, um mich glücklich zu machen? Das ist Hiaha, wir müssen gehen. Ich habe bereits 3 oder 4 von diesen Fotos. Hast du gehört? Wonach ich suche, ist aus der 3094 Pretty Berry Show Frontier Tour. Ihr 18. Auftritt, um genau zu sein. Ich habe doch so etwas nicht. Das ist viel zu spezifisch. Warum lässt du ihn nicht einfach vom Haken, Hiaha? Oh nee, du bist den ganzen Weg hergekommen, um mich zu sehen? Was für eine Ehre. Oder so dachte ich zumindest. Was zum Teufel macht dieses Roboter-Ding ebenfalls hier? Ich bin hergekommen, weil es etwas gibt, um das ich dich heute bitten möchte. Wir müssen den elektrischen Stuhl einige Zeit benutzen. Aha. Nun, weißt du, du weißt, dass ich das nicht tun kann. Außerdem habe ich Reservierungen für den nächsten Monat. Kann ich nicht machen. Das habe ich mir gedacht. Da du durch die Gegend läufst und dafür sorgst, dass die Leute sterben wollen. Aha, das kannst du doch nicht ernst meinen. Das ist einfach zu grausam. Wovon redest du? Das nennt sich, freier Markt. Was ist denn,
mit dem... Was ist denn mit diesem Fischladen? Der hat doch diesen Jingle. Also habe ich gefragt. Was ist falsch daran, einen elektrischen Stuhl zu machen, der dafür sorgt, dass Leute sterben wollen, ha? Huh? Ist das alles, was du zu sagen hast? Dann bin ich ziemlich beschäftigt, damit auf dem freien Markt Anstrengungen anzustreben. Ich schlage vor, du machst einfach mit. Rah! Lasst alles Wichtige hinter euch. Denken wir uns einen Plan aus. Ja, ich würde sagen, das klingt nach einer Idee. Es ist keine gute Idee, diesen Typen Angst zu machen. Noch nicht, jedenfalls. Warum? Weil hier nah an dem elektrischen Stuhl sein muss, um ihn zu bedienen. So ist er zumindest gebaut. Wir dürfen ihn nicht davonkommen lassen. Er ist ein Goldmedaillengewinner in der Fluchtkategorie Sportart. Drop and Runaway. Also alles fallen lassen und wegrennen. Also Hasenfußkategorie könnte man es nennen. Zuallererst sollten wir ein paar Fallen aufstellen, damit er nicht wegrennen kann. Dann sollten wir ihm befehlen, dass er uns den elektrischen Stuhl benutzen lässt. Stär. Jedes Mal Stär benutzen lässt, ne? Was für eine Art Falle sollten wir denn aufstellen? Honey Traps are the best. Hey, wir müssen darüber ernsthaft nachdenken. Skippy! Wow, das ist eine großartige Idee. Die Honey Trap. Das könnte sogar bei ihm funktionieren. Und so, Ion, gibt es etwas, das du für uns tun musst? Skippy. Skipper. Na gut. Hey, warum muss ich diese Rolle spielen? Ach, komm schon. Wer sonst könnte denn die Honey Trap vervollständigen, wenn nicht du, Ion? Ach, das ist großartig. Selbst du sagst das jetzt? Vielleicht. Aber nur, wenn ich mit dir bin und alleine. Das ist der einzige Umstand, den ich überhaupt in Betracht ziehen würde. It's okay together. Okay. Du bist die Einzige, die es genießen würde, mit einem Roboter auf die Art und Weise zu reden. Aber wir müssen uns beeilen. Und nun lass uns zu Hiaha gehen. Ja. Hör zu. Wir müssen dafür sorgen, dass du eine sehr sexy-smexy Pose machst, okay? Dann können wir nahe zu ihm an den elektrischen Stuhl kommen. Hä? An den elektrischen Stuhl? Aber das ist so weit weg. Ich kann ihn doch nicht so weit herauslocken. Oh, kein Grund zur Sorge. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und nun sehen wir mal zu, dass du das damit anfängst. Ich bin für nichts davon verantwortlich. Das ist alles, was ich heute habe. Es wird ja schlimmer und schlimmer. Ha? Miau? Was? Miau? Miau? Skipper! Eigentlich bräuchte ich dich. Du müsstest die Miau-Miau-Sounds machen. Da bin ich nicht gut drin, Schatz. Oh, verdammt. Er wird denken, dass sie zu jung ist, wenn sie sich weiter so verhält. Zum... Miau-Miau. Perfekt. Ja, du bist perfekt. Bleib weg. Warte auf mich, kleines Kätzchen. Okay, wir haben ihn. Gott sei Dank ist der so ein Idiot.
Nun müssen wir einfach vor zum elektrischen Stuhl laufen und darauf warten, dass wir ihn hinterrücks angreifen können. Der ist irgendwie in jeder Kosmosphäre so voll der Arsch, oder? Hören wir wieder Stimmen? Besucht sie ihre Eier? Nee. Ich kann Stimmen hören. Ja. Nee, ich habe gerade keinen Dive Guide. Keine Sorge. Ich versuche es so viel wie möglich ohne. Daher habe ich wahrscheinlich mir jetzt gerade die Eon Route verkackt. Scheint, als hätten wir ihn geschlagen. Sobald Hiaha ankommt, wirst du dich von hinten an ihn heranschleichen und ihm auf diesen Stuhl schubsen. Dann werden wir ihn festbinden und befehlen, mit uns zusammenzuarbeiten. Und hier kommen sie. Scheint, als hätte sie es drauf. Aber ich kann nicht abstreiten, dass es sehr effektiv ist. Oh, endlich hier. Oh, kleines Kätzchen, du kannst doch nicht mehr, weglaufen. Das hier ist jetzt mein Territorium, weißt du? Jetzt! Was zum... Oh! Was zum... Oh! Ja, ich weiß, aber dann habt ihr mehr zu sehen, ne? Warum bin ich in meinem elektrischen Stuhl? Also... Dürfen wir dich bitten, damit wir dich bitten dürfen, den elektrischen Stuhl kostenlos zu benutzen, ist doch offensichtlich. Bitte, Hiaha. Das dient dazu, die Welt zu retten. Ich weiß. Das kann ich nicht. Ich würde Profite verlieren. Oh, ist das so? Dann, wie wäre es, wenn ich den Hebel drücke, Hebel ziehe? Der hier geht aufs Haus. Ja, warte. Wenn ich sterbe, dann funktioniert dieser Stuhl nicht, das weißt du. Oh, mir ist dieser Stuhl wirklich egal, um ehrlich zu sein. Das ist nicht gut. Das ist sowas von nicht gut. Okay, ich verstehe. Bitte, ihr könnt ihn benutzen. Wirklich? Oh, danke schön. Ich hätte uns beiden viel Ärger ersparen können. Oh, ich werde diesen Monat in den roten Zahlen sein. Nee, ich habe das Kabel den ganzen Weg bis zur Wand der Verzweiflung gezogen. Verstanden. Nun, Hiaha, lass uns die Party beginnen. Wollen wir? Ja. Los geht's, Leute. Ja! Ich hab gehört, wie etwas bei den Treppen zerbrochen ist. Das muss die Rakete sein. Wir sollten gehen, Nee. Nächsten Hardcore-Masochist. Keine Stimme hören. Wow. Das sieht nicht so großartig aus, aber es ist ziemlich Hightech im Inneren. Wo habe ich das schon mal gehört? Egal. Jedenfalls, wir müssen uns beeilen. Nee, was ist los? Warum siehst du plötzlich so betröppelt aus? Ion, wir sollten nach Hause gehen. Wir sind keine Herausforderung für die Weltraumkaiserin. Sie ist zu stark. Ha? Nee, das darfst du doch nicht sagen, nachdem wir so weit gekommen sind. Wir müssen alle hier retten. Ja, das könnte zwar so sein, aber...
Kein Grund zur Sorge, Nay. Wenn du dich auch nur schwach fühlst, werden Erfis und ich jeden besiegen können. Du kleine Idiotin. Du fängst wirklich an, mir auf die Nerven zu gehen. Skipper! Sag, dieser große Raum da drüben, wollen wir den mal... Skipper! Na? Ja, tritt ruhig auf das Eis, damit dir kalte Pfötchen wachsen. Ach, Tia, manchmal mit dich, ey. Wir sollten uns das ansehen. Hey, warte! Geh doch nicht alleine einfach los! Ich frage mich, was das hier ist. Ist das ein Cockpit? Wer wagt es, Fuß in mein Schiff zu setzen? Huh? Oh, da ist sie. Omnivore, sie ist hier. Du bist die Weltraumkaiserin? Oder vielmehr Nay? Das ist wahr. Ich bin die wahre Herrscherin dieser Welt. Und die Weltraumkaiserin. Nays wahre Form, wenn du so willst. Nays wahre Form? Nay, was soll das bedeuten? Sie lügt offensichtlich. Ion, lass dich nicht von sie hereinlegen. Ah, es ist lange her, nicht wahr, Nay? Hast du deine Fähigkeiten für die Regenbeschwörung verbessert? Was willst du heute? Bist du bereit, mit mir eins zu werden und unter meinen Regeln zu leben? In deinen Träumen vielleicht. Ich bin hier, um dir die Scheiße aus dem Leib zu prügeln, sobald... ein für alle Mal. Du bringst mich zum Lachen. Mich besiegen? Du machst Scherze. Ich war noch niemals ernsthafter als in meinem ganzen Leben als jetzt. Los, Ion! Lass uns die Scheiße aus ihr rausprügeln. Aha? Aha? Aber was sollen wir denn tun? Wen sollen wir denn glauben? Das stimmt. Ich kann dich nicht besiegen. Ich meine, immerhin seid ihr beide Nay. Hey, Ion, sag mir nicht, dass du ihr diesen Scheiß überhaupt glaubst. Natürlich glaube ich dir, Nay. Aber was, wenn wir, wenn ihr beide die zwei Seiten derselben Münze seid und eine Nay zu verletzen, bedeutet auch die andere Nay zu verletzen? Oh, vergiss es. Ich bin hergekommen, um die Kaiserin zu besiegen. Also, wenn du mir nicht hilfst, Ion, bin ich raus. Nay! Lass sie. Es gibt nichts, was sie tun kann. Bist du wirklich auch Nay? Wenn du das wirklich bist, könntest du bitte die Maske für mich abnehmen? Nun gut, ich nehme an, du hast nicht länger ein Interesse daran, mich anzugreifen. Hä? Die Weltraumkaiserin wurde zu einer Charl? Nein, es ist nicht so, dass ich eine geworden bin. Ich war schon immer eine. Aber ich dachte, du wärst Nay. Und dennoch, bist du auch eine Charl? In der Tat, ich bin Nay und meine wahre Form ist eine Charl. Hä? Warte, deine wahre Form ist eine Charl? Nay? In der Tat. Ist das nur so in dieser Welt? Oder... Ich verstehe. Du bist dir nicht dieser Möglichkeit bewusst. Diejenige, die Nay ist, ist eine Schar. Bist du dir sicher, dass das wahr ist? Ich würde nicht lügen. Nays Körper ist die Schar selbst. Ich verstehe. Aber warum kämpft Nay dann gegen die Schar? In der Zeit, in der du die Antwort verstehen, in der Zeit, in der sich euer Band vertieft. Ich weiß. Ach, ich weiß, es ist so alles so unlogisch. Jedenfalls, weil ich eine Schal bin, hat das andere Ich
Ja, aber Sienna Search wird noch ein bisschen warten, ne? Also ich habe keine Announcement für 2022 irgendwo gehört. Ich bezweifle auch, dass Gast das noch machen wird. Das andere Ich ist zum Stillstand geraten. Bedeutet das dann, dass du gegen dich selbst kämpfst, Nay? Warum solltest du das tun? Aber wenn das wahr wäre, dann musst du aufhören, gegen dich selbst zu kämpfen. Richtig. Nays Welt leidet an einer Trockenheit. Wenn du deine Rakete etwas beiseite bewegst, dann gäbe es keinen Grund mehr zu kämpfen. Unglücklicherweise kann ich das nicht tun. Was glaubst du, passiert, wenn diese Rakete verschwindet? Diese Welt wird kollabieren. Ja. Aber find mal einen Englisch-Patch für die PS4, ne? Nay weiß davon. Weswegen, ich ihr meine süßen kleinen Chaval stattdessen gegeben habe. Chaval? Du meinst die Tentakel von Chaval? Ist es das, was... Ist das... nennen die Leute auf der Erde sie so? Das Chaval ist kein Biest. Es ist eine Fee, das die Macht hat, es regnen zu lassen. Was bedeutet das? Die Rakete kann nicht von hier wegbewegt werden. Und Nay weiß das. Weswegen ich ihr... stattdessen die Chaval gegeben habe. Sie lehnt es aber ab, es regnen zu lassen, die Chaval zu verlieren und kommt stattdessen her, um gegen mich zu kämpfen. Was will sie? Nee, was bedeutet das? Ich muss sie sehen. Sheesh. Du mischst dich immer in Dinge ein, in die du dich nicht einmischen solltest. Du hättest mich in Ruhe lassen sollen. Das kann ich nicht. Du bist für mich eine wichtige Freundin, Nay. Wir werden zurückkommen. Ich glaube es nicht. Nay hatte die ganze Zeit die Tentakel, die Tentacles of Chaval. Diese ganze Zeit. Jo, hatte sie. Nay macht sich Sorgen darum, eine Schal zu sein? Ja. In der Wirklichkeit hassen die Leute um sie herum die Schal, weswegen sie versucht, diesen Fakt zu verbergen, dass sie selbst eine ist. Na, hoffen wir mal, dass das jetzt geht. Könnte fürs... Ja, und ich kann eine Stimme hören, immer noch. Ach so, okay, wartet. Ich habe jetzt ein bisschen zu weit. Wirklich? Jemand, bitte rettet mich. Ihr seid doch da, nicht wahr? Auf der anderen Seite der Wand. Du hast recht, jemand ruft nach Hilfe. Wer ist da? Wer bist du? Wo seid ihr? Mein Name ist Chaval. Ich wurde hier in diese Wänden eingesperrt. Bitte lasst mich raus von... Bitte lasst mich hier raus. Innerhalb der Wand? Was sollen wir tun? Wand schlagen. Immer. Es ist wie Rock schlagen von Resident Evil. Erfis! Das ist ein bisschen zu hart. Meinst du nicht auch? Aha. Du hast ein Loch reingebrochen. Wow, das war unglaublich. Nun lass mich mal sehen, was drin ist, ja? Es ist so schön hier. Wer bist du? Bist du hier, um mich zu befreien? Du musst die Tentacles of Chaval sein, nicht wahr? Warum würdest du so etwas Süßes Tentakel nennen? Die Weltraumkaiserin hat uns alles erzählt, dass du zu Nay gehörst. Aber was bringt dich hierher? Ich wurde hier von Nay eingesperrt, der Priesterin. Scheint so, als wäre ich zu besorgniserregend für sie. Ha? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wahr ist. Denn du bist doch in der Lage, Regen zu machen, nicht wahr? Tentacles?
Hör auf, mich so zu nennen. Das ist seltsam. Ich kann mir nicht vorstellen, warum Nay sich nicht gut um dich kümmern sollte. Was geht dir nur durch den Kopf? Nun, es ist aber ein Fakt, dass Nay mich hier eingesperrt hat. Ich verstehe aber nicht, warum. Es gibt keinen Grund, das zu verstehen. Und jetzt muss ich dich bitten, diesen Ort zu verlassen. Und zwar ruhig. Hä? Huh? Nay! Wo warst du? Du bist ganz plötzlich verschwunden. Ich war überrascht. Verlasse den Raum sofort. Ich werde auch nicht gehen. Du warst doch diejenige, nicht wahr? Du hast die Tentakel in so einem Ort eingesperrt. Ich bin kein... schon gut, egal. Das hat nichts mit dir zu tun, Ion. Das ist mein eigenes Problem. Ich habe dich darum gebeten, dich nicht einzumischen. Ich kann diese Antwort nicht akzeptieren. Immerhin hast du sie dir von der Weltraumkaiserin geliehen, nicht wahr? Warum lässt du es dann nicht regnen? Offensichtlich, wenn ich dieses Ding benutze, dann wissen doch alle, dass ich eigentlich eine Schar bin. Und dann werden mich alle mit diesen Augen der Ablehnung ansehen. Ich könnte keine Priesterin bleiben. Das ist nicht wahr. Eigentlich denke ich, würden die Leute viel lieber ein bisschen Regen sehen. Unmöglich. Du hast doch die Reaktion der anderen gesehen. Alle hassen diese Typen. Klar. Ich würde gerne die Macht dieses Dings benutzen, um es regnen zu lassen. Aber wenn ich das tue, dann werde ich zum Gelächter der Stadt. Und auch noch geschlagen. Nee, gibt dich geschlagen oder so. Das ist Selbstverteidigung. Was? Du weißt nicht einmal ansatzweise, wie schmerzhaft das für mich ist. Natürlich. Ich verstehe, was du durchmachst. Und ich weiß, dass alles offengelegt wird. Aber die Leute kommen nicht weiter ohne Regen klar. Sie leiden. Ich bin nicht du, Nay. Also könnte ich sowas nicht tun, aber wenn ich du wäre, denke ich, würde ich es regnen lassen. Wenn du die Herrscherin dieser Welt wärst, was würdest du tun, Ion? Wenn die Priesterin, von der du dachtest, dass sie auf deiner Seite stand, diejenige gewesen wäre, die den Regen anhielt, könntest du ihr verzeihen? Egal, ob ich ihr vergeben würde oder nicht, das würde davon abhängen, von den Informationen, die ich habe. Aber ich würde ihr für den Regen danken. Vielleicht könntest du es ja den Leuten erklären, nachdem sich der Staub gelegt hat und der Regen aufgehört? Nee, bitte. Okay, ich verstehe. Ich werde es mit Schawal regnen lassen, okay? Aber wenn alle mich hassen, dann wirst du die Verantwortung übernehmen. Du wirst meine einzige Freundin sein. Natürlich, ich werde immer deine Freundin sein, egal was passiert. Also, keine Sorge. Das ist dein Versprechen, okay? Was für eine wunderbare Freundschaft das ist. Oh, bitte mach die Dinge nicht noch ein bisschen aufgebrachter. Nay hat wirklich große Angst davor, keine Freunde zu haben. Ja, nun, ich nehme an, das ist wahr. Sie hat ziemlich Angst davor, keine Freunde zu haben. Ich hoffe, dass dieses Versprechen dir nicht eines Tages in den Hintern beißen wird. Ha? Ich spreche nur mit mir selbst. Laut. Ich muss mal kurz gucken, wo habe ich denn jetzt alle? Hier habe ich alle. Hier auch. Also da gab es ja nichts. Na hier. Hier. Okay. Es ist viel lauter da drüben. Vielleicht sollten wir uns das mal ansehen. Ja.
Jonas Saal, es ist ein Notfall. Die Tentacles of Sharal werden uns angreifen. Das ist eine große Sache. Diese Tentakel sind noch mehr Moe, als ich es mir vorgestellt hatte. Hört zu, Leute. Ich werde es jetzt regnen lassen. Warte einen Augenblick, Ney. Könntest du uns bitte erklären, warum du bei diesem gefährlichen Monster bist? Ja, das ist böse. Hör auf, es für dich selbst zu beanspruchen und, ich meine, du wirst von dieser Kreatur kontrolliert. Du schuldest uns eine Erklärung. Andererweise müssen wir dich aus Furcht heraus zusammenschlagen. Okay, ich werde alles erklären. Die Weltraumkaiserin und ich sind eigentlich ein und dieselbe Person. Ende. Du denkst, das wird uns überzeugen? Dann, warum hat die Rakete das Wasser gestoppt? Das musst du auch erklären. Seid ruhig. Es gibt einen sehr wichtigen Grund, warum die Rakete hier ist. Wenn es in Ordnung für euch ist, dann schlage ich vor, lebt ihr weiter in dieser Wüste. Ihr lasst entweder zu, dass die Weltraumkaiserin euch beim Regen machen hilft, oder ihr werdet weiter in Trockenen sitzen. Was davon wollt ihr? Das ist eine ziemlich dreckige Taktik, uns nur diese Option zu geben. Hätte nicht weniger von dir erwartet, Ney. Ich habe darüber lange lamentiert, ob ich das erwähnen soll oder nicht, wisst ihr? Aber ich dachte, habe darüber nachgedacht. Und diesen Fakt zu verbergen, wird nur mir helfen. Selbst wenn die Leute herausfinden, dass ich die Weltraumkaiserin bin und ihr mich hasst, dann dachte ich, wäre es doch okay, wenn es wenigstens regnet. Nee. Ich mag Tentakelmädchen. Naha, mein Freund! Ich habe jetzt einen neuen Freund! Ich weiß, dieses Genre ist ziemlich einzigartig. Also bin ich wirklich froh, dass ich jemanden habe, der meine Moe-Geschichten mit mir teilt. Und das jetzt! Hey, du! Blöder Roboter! Wofür zum Teufel war das? Du ruinierst meine dramatische Geschichte! Nun, Ney. Moe ist eigentlich die Quelle allen Friedens in der Welt. Ich akzeptiere dich für das, was du bist, Ney. Was zum Teufel soll das denn heißen? Ist das nicht großartig, Ney? Nicht großartig, überhaupt nicht! Du weißt ja kaum, wie ich empfinde. Wie könnte man so ein Problem einfach so lösen? Absolut nicht, nein! Hä? Warum nicht? Du vermeidest das Thema gerade. Ich wollte, dass die Leute mich dafür akzeptieren, was ich bin. Nicht, weil, nicht wegen irgendetwas Moe oder so. Aber weil sie wirklich aufrichtig interessiert sind. Es tut mir leid, Ney. Oh, vergiss es. Ich versuche nicht, mit diesem Moe oder so zu argumentieren. Ich werde jetzt einfach alles hier beenden. Jedenfalls, bitte geht. Geht raus und kühlt euch ein bisschen ab, okay? Ich glaube, ich habe vermasselt. Ich hätte nicht sagen sollen, dass ich Tentakel cool finde. Jetzt habe ich zu viel von mir erzählt. Ein bisschen suboptimal, würde ich meinen. Jetzt wisst ihr, worauf ich stehe. Na gut. Dann lieben wir halt keine Tentakel. So, das muss ich ja nicht nochmal vorlesen, ne? Ja, Tentacle Porn for everyone.
Ich möchte dir glauben, Ney. Ich bitte auch dich, bitte glaubt an Ney. Ion? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es einen Grund gibt, warum Ney das Wasser aufgehalten hat. Ich weiß den Grund noch nicht, aber ich glaube an sie, Gründe oder nicht. Jeder hier sollte das doch bereits wissen. Diese Ney hat so sehr versucht, es für uns regnen zu lassen. Ja, vielleicht. Aber warum hast du dann nicht die Tentacles of Shawal früher benutzt? Das liegt daran, weil ich wollte nicht von allen abgelehnt werden. Wenn ihr das alles herausgefunden hättet, dass ich die Besitzerin der Rakete bin und dass ich die Wasserversorgung aufgehalten habe, hättet ihr mich gehasst. Und das wollte ich nicht, dass das passiert. Also habe ich... Ich denke, ich verstehe, wie du empfindest. Wenn ich in deiner Position wäre, hätte ich wahrscheinlich dasselbe getan. Aber das ist genau der Grund, warum ich dir danken will. Dafür, dass du das überwältigt hast und den Mut hast, es jetzt regnen zu lassen. Ich komme immer noch nicht über den Fakt hinweg, dass du keine Gründe hast, aber Ion hat irgendwo recht, nehme ich an. Ney hat hart dafür gearbeitet, es regnen zu lassen. Und es gibt ja nichts anderes, als dass wir, nachdem wir uns mehr sehen, als nach Regen. Danke, Leute. Ist das nicht großartig, Ney? Ah, die Embrace Roll, Urfis. Yeah. Finally. Neue Song. Dann gucken wir mal, dass wir schnell noch einen Kampf kriegen, dass wir mal unsere neue Song-Magic testen können. Ah, Ion. Ney, danke, dass du gewartet hast. Ion, Urfis, danke für zuvor. Ihr habt euch auf meine Seite gestellt. Oh nein, ich habe nur gesagt, was mir durch den Kopf ging, das ist alles. Selbst wenn das der Fall wäre, für mich war das all die Unterstützung, die ich brauchte. Das Problem mit der Welt ist der Fakt, dass ich faktisch gesehen ein Schal bin. Aber du hast mich für das akzeptiert, was ich war. Und und sogar den anderen die Wahrheit davon erzählt. Selbst als ich dachte, dass die anderen mich verlassen würden, ich wusste, dass ich immer noch dich hätte. Ich verstehe. Ich bin froh, dass ich dir auf diese Weise helfen konnte. Aber es tut mir leid. Ich konnte nicht erklären, was die Rakete dort macht, oder hier macht. Für den Moment ist es einfach noch zu überfüllt in meinen Seelensphäre, dass ich dir das nicht sagen kann. Nein, es ist schon in Ordnung. Ich vertraue dir, Ney. Das ist alles, was ich wissen muss. Außerdem, ich denke, dass ich nochmal in deine Welt komme, um dich zu stören, Ney. Hoffentlich kannst du es mir dann erklären. Danke, Ion. Das gibt mir wirklich ein besseres Gefühl. Nun, ich würde ja gerne das Ritual der Akzeptanz hier performen. Seid ihr bereit? Ja, bin ich. Natürlich. Ich, Shawal, die Herrscherin die Herrscherin dieser Gedanken in dieser Welt, akzeptiere und bestätige das Band zwischen euch beiden. Nun, ihr beiden müsst zusammen die Tür öffnen. Ney, ich komme hin und wieder mal zurück und besuche dich. Ja, jederzeit, aber das nächste Mal, wenn du kommst, wirst du... Oh nein, es ist nichts. Nun, lass uns gehen, nicht wahr? Yeah, sexy pose for the man's here. Künstliche Blume. Danke. So, wir müssen mal kämpfen. Ich sag ja, ich würde es euch mal gerne zeigen, dass wir wenigstens noch ein bisschen was davon haben. Laufen wir mal ein bisschen herum. Zeitgras.
listen to my song. Jo. Na dann, nehmen wir mal die Schabal. Hat's weggebrettert. This looks really good. Komme ich denn endlich zum Schuss? This looks really good. Maybe we can push it further. More, more! The next enemy's coming. This looks really good. Keep doing that. Good. You're doing great. Are you set? Perfect! The next enemy's coming. This looks really good. Really good. Es fing so süß an. Wow, you work really hard. Bis sie sagte, dai, 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 dai. Ja, bis zu dem Moment war alles süß. Ja, das war also unsere neu errungene Schabal. So. Und jetzt mache ich Schluss. Jetzt wieder 2 Stunden. Ich habe morgen wieder zu schneiden. Ich habe morgen viel zu schneiden. Und ich habe morgen nur einen Tag zum Schneiden. Ja. Ich habe tatsächlich mal wieder ein bisschen mehr, weil ich lange Zeit nicht zum Schneiden kam. Ich war irgendwann mal wieder faul letzte Woche. Ja. Auf jeden Fall war es das für heute. Morgen werde ich vielleicht eventuell gegebenenfalls, schön, dass du verstört bist, Eist, sehr schön. Morgen werde ich gegebenenfalls vielleicht nochmal The World Ends With You spielen. Vielleicht schaffen wir es ja, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Mit viel Glück schaffen wir es. Mit etwas Pech schaffen wir es nicht und brauchen noch ein bisschen mehr Time.
Aber wir werden es auf alle Fälle diesen Monat, das ist der feste Plan, diesen Monat und das auch noch vor Release beenden können. Also wenn ich diesen Donnerstag, dann nächsten Donnerstag und dann den Montag darauf mache ich mal frei tatsächlich. Solange bis das neue Neo The World Ends With You raus ist, weil ich habe nichts, was nur 2 Stunden geht, was ich spielen könnte. Ja, und demnach, dann lasse ich das besser gleich mit dem irgendwas spielen und mach mal einfach mal einen Break. Mach mal einfach einen Tag Pause. Ja, das ist jetzt erstmal der Fahrplan. Wenn mir nicht schon wieder irgendwie die Arbeit dazwischen schießt. Weil meine Pläne werfen sich ja jetzt regelmäßig dank Arbeit ein bisschen über den Haufen. Auch kacke. Aber naja, da muss man durch. Ich danke euch, dass ihr dabei gewesen seid. Wünsche euch heute noch eine wunderschöne, schönen. Wenn es regnet, denkt dran, geht raus, dankt den Schawal dafür, aber Vorsicht, es könnte blitzen. Ich glaube, das war die Botschaft, die Schawal uns geben sollte. So, und jetzt gucken wir mal, wen können wir nerven, wen können wir ärgern, wen können wir belästigen. Die Antwort ist niemand. Na toll, dann belästigen wir niemanden. Schönen Abend euch.